Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenstein 2 The New Colossus. Ja, wir haben uns in der letzten Folge richtig schön durchgeackert, haben ihn hier platt gemacht, also die werden nicht leichter. Ich habe in der Zwischenzeit hoffentlich, jetzt müssen wir mal kurz gucken, den einen gewissen Modus, den ich bis jetzt schwerlich machen konnte. Geht das hier? Nee. Nee. Ach nee, das ist gedrückt halten, ne? Hä? Eigentlich sollte ich ihr... Ah, okay. Genau, sowas, ne? Wir können also jetzt uns hier so ein bisschen rumschummeln. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ich habe auch... Oh, das war verkehrt. Aber ihr seht, was ich, was ich da gemacht habe. Ah ja, okay, das war das Ding. Machen wir uns mal ein bisschen hier wieder fertig. Wir sind ja immer noch unter erschwerten Bedingungen. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Ja, irgendwie, genau. Ich hoffe, das bleibt nicht so mit dem, mit den 50% hier. No? Ja, der ist nicht mehr. Da ist eine Tür von der Seite. Eine Taschenlampe haben wir nicht, ne? Okay, da bin ich doch ein bisschen zu dick für. Ui ja, Rüstung. Das ist gut. Verbesserungskit. Sehr gut. Wartet mal. Das gucken wir uns auch gleich an. Maschinenpistole und Sturmgewehr. Irgendwo hatte ich doch schon ein... Da ist der Schalldämpfer. Ach, hier kommt ein Scharfschützen. Doppelmagazin. Hier haben wir den Schalldämpfer schon. Zündmündung. Was macht das? Entzündet den Diesel, sobald er den Lauf verlässt. Okay. Superladung. Halt den Abzug. Okay. Lasergewehr. Ja, das sind die großen. Genau. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal die kleinen hier ein bisschen. Höherer Schaden, stärker Rückstoß, lauter. Deswegen ja der Schalldämpfer. Ein erweitertes Magazin bei den Sturm- oder Maschinengewehren wäre nicht schlecht, ne? Kugeln durchschlagen, Rüstung und dünne Metallplatten sehr effektiv gegen schwer gepanzerte mechanische Einheiten. Das sieht schon mal gut aus. Und ein Scharfschützen, Zielfernrohr. Von Elite-Soldaten verwendetes Großkaliber-Automatikgewehr, nützlich auf mittlere bis große Distanz. Das nehmen wir mal. So. Speichern und dann drücken wir den Hebel. Also, hier, den da. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Die ist hier hinten. Okay, gefunden. Warum ist da schon wieder ein Dicker? Oh, zwei. Warum sind da zwei? Was? Munition leer? Okay. Warum habe ich das Ding bewegt hier? So. Danke, 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 danke. So, jetzt sind wir einigermaßen wieder gut aufgestellt. Ich vermute mal, wir haben das Ding bewegt, damit wir... Ja, warum? Warum? Da ist ein... Eine Laserladestation brauchen wir. Ja, weil wir da durch müssen, ja. Doch. Ach so, weil wir hier durch müssen. Ah... Hier schläft doch bestimmt jemand. Okay, er speichert. Okay. Aber wir haben ja alles aktiv, ne?
im Entengang den Waggon entlang. Ah, du komm. Feuer frei. Ja, 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 ja. Oh, BJ will's wissen, wa? Scheiße. Nein. Oh, 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 oh. Och, nee. Nein, nein. Oh, 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 oh. Ignorier den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Genau, so sehe ich hey, das auch. Sie sollten wissen. Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Hä? Sie werden kleiner und sie werden größer. William, halt. Wyatt ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der Fifth Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Was? Der dreht frei gerade, oder? Wo müssen wir denn hin? Nach da oben. Okay, dann bin ich hier hinten vielleicht in einem Secret-Bereich, aber zumindest können wir hier... Limit erreicht. Aber vielleicht können wir hier noch ein paar... Ach, hier sind wir rausgekommen, ne? Hier sind wir rausgeflogen gerade. Ah, Mist, da kommen wir nicht mehr rein. Und hier auch nicht mehr, ne? Nee, ah, schade, aber passgenau hast du es gemacht, BJ. Eieieiei. Okay. Was? Hier war doch irgendwas. Starkkarte. Aus Versehen. Okay. So, dann schauen wir uns mal hier um. Ein bisschen Medipacks. Ah, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, geht das? Das würde mich mal interessieren. Pistole, Sturmgewehr, Maschinenpistole. Maschinenpistole haben wir. So. Den Schalldämpfer brauche ich. In der Hoffnung, dass da ein Schalldämpfer drauf ist. Und eine Drohne ist hier wieder unterwegs. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Jawohl. Es funktioniert. Oh, was ist das hier? Halt. Haben wir. Hier ist die Drohne nicht, aber da irgendwo ist der... Der Typ, hä? Ist der da vielleicht da unten? Der kann sich gerade nicht entscheiden, wa? Ob links oder rechts. Guck mal, immer hart springt er komplett rum. Oder wir sind genau unten drunter, kann das sein? Ich glaube ja. Was ist denn das für ein surrendes Geräusch? Warte mal, ich gehe mal nochmal von der anderen Seite hier lang. Hier oben ging doch irgendwie ein Weg hoch, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was tue ich? Ah, hier geht ein Weg hoch. Boah, das Surren geht auf den Keks. Okay. Noch eine Stufe. War das gerade im Schritt? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Konzeptart. Das guck mal schnell an. Mhm. Cool. Guck mal, da oben läuft er. Und da unten stehen sie. Ach ja. So, was habe ich? Es sieht schon dystopisch. Habe ich schon erwähnt, dass das eigentlich das ich so bei Fallout erwarten würde? Das bringt genau das. Eieieiei. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. Scheint aber der Typ zu sein, ne? Habe ich das Gefühl.
Irgendwo stapft was. Da oben stapft einer. Der uns hoffentlich nicht sieht. Okay. Bist du das? Drohne, hau ab! Wo ist der? Oh. Was? Wo? Wo ist die dämliche Drohne? Und wo ist der dämliche Kommandant? Du nicht. Du bist keiner von ihnen. Du bist es. Hui. Dankeschön. So. Okay. 11 von 20. In dem Gebiet oder was? Uiuiui. So, gucken wir mal auf die Karte. Rechte Hand irgendwo. Müsste das Ziel sein. Hier. Oder? Ja. Echt hier? Soll ich hier echt hier runterspringen? Okay, aber. Betritt das State Building. Wo ist denn das eigentlich? Das ist das da, wa? Kann es sein? Und. Na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Ach, du Heiliger. Sieht er uns? Okay, war das gut oder? Ich glaube, das war ganz schlecht, war das. Ich komme hier nicht runter. Uiuiuiuiuiui. Oh, der zieht. Ui. Oh. Ich glaube, das war nicht gut. Das war nicht gut, was wir hier machen. Okay, die Panzerung geht runter. Habt ihr das gesehen? Warte mal. Na. Nachladen. Da unten welche raus? Kackt ihr oder was? Ah, ich glaube, der ist gerade ein bisschen beschäftigt. Komm, der Arm brennt da schon. Jawohl, gleich ist er zunichte. Irgendwie habe ich den gerade verbackt, kann es sein? Oder auch nicht. Komm. Ja, schon doof, wenn ich hier drinnen bin, ne? Jawoll. Und voll. Auseinander. Ja. Oh, sieht das genial aus. Was denn? Würden mir die Eingeweide rausfallen. Oh komm, wie ein Zombie. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier jetzt. Das sieht ja mal genial aus. Okay, keine Munition mehr für das Ding. So, und ich muss immer noch den... Kann ich die Sachen... Ach, das ist Rüstung. Sehr gut. Das sieht mal cool aus. Aber wir hatten verdammt viel Glück, ne? Weil wir haben ihn, denke ich mal, doch recht verbuggt vorgefunden. Was sind denn die Fragezeichen? Das waren doch alles wichtige Orte. Oh, warum sind hier so viele wichtige Orte? Einer ist hier hinten irgendwo.
Wo ist hier ein wichtiger Ort? Und das Spiel ist so verdammt schnell. Oh, hier vorne ist das irgendwo. Ach, herrje. Oh, Matthew Winner. Okay, ja, hallo Matthew. Ich wollte aber eigentlich hier die Missionsansicht haben. Wir müssten theoretisch ja hier nochmal rein, was wir aber nicht können, weil wir hier schon drinnen waren. Oh, wir haben die ganzen Orte verpasst. Tut mir leid, wir kriegen keine 100% mehr hin. So, dann ist entweder hier oder hier vorne, ne? Hier vorne drin. Na komm, so. Irgendwie hier vorne drin. Linke Hand. Das ist aber auch versteckt, das Zeug. Ja, ich, so. Geradezu eigentlich, da liegt eine Zeitung, okay? Leserbriefe, wach auf, Amerika. Es wird Zeit, dass Amerika aus seinem naiven Schlummer aufwacht. Wir kämpfen gegen unsere eigene Natur und verlieren dabei. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden erbaut von weißen Amerikanern. Naja, weiß. Den Söhnen und Töchtern von Germaniern, Menschen, gegen die wir jetzt kämpfen. Dabei waren sie es, die hart gearbeitet haben, um dieses Land an die Weltspitze zu bringen. Das hat uns in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. Das ist aus der Sicht jetzt von den Nazis, oder? Wir sollten das feiern, was uns großartig gemacht und es an großartig macht und es annehmen. Jetzt verlieren wir den Krieg und verlieren dabei uns selbst. Ich bitte unsere Nation darum, Frieden mit Herrn Heiler zu schließen. Also das ist Antipropaganda, der doch nur dafür kämpft, die Würde seines Volkes wiederherzustellen und stattdessen im Sinne des amerikanischen Volkes zu kämpfen. Das ist Antipropaganda, definitiv. Das hätten die so nicht abgegeben. So, und hier noch irgendwo? Das soll einer finden. Nochmal Concept Art. Oh ja. Da kommt echt genau das Feeling rüber. So, und dann ist noch eine hier in dem Gang zurück und den Gang rund. Hä? Okay, Gold. Mhm. Und was haben wir? Was ist das? Ach. Ach, guck mal, was wir alles schon übersehen haben. Wir haben ja nichts, haben wir. Ach, du Heiliger. Ach so. Aha, okay, cool. Gut, aber trotzdem haben wir nichts. So, wir sollten jetzt hier raus. Hier ist noch eine Alarmglocke. Und wir müssen wohin? Vermutlich zur Treppe da hinten. So, ich hoffe, hier ist keiner weiter mehr. Okay, hier hätten wir noch haufenweise Munition gekriegt. Was haben wir da? Okay, Rezept aus einem Kochbuch. Sauerkrautburger. Ein Fleischbratling aus Hackfleisch braten und grillen. Den Fleischbratling auf die untere Hälfte eines Vollkornbrötchens legen. Das Hackfleisch mit einer großzügigen Menge germanischen Senf bestreichen. Eine herzhafte Menge Sauerkraut oben drauflegen. Das Sauerkraut mit dicken Speckstreifen garnieren. Die obere Hälfte des Brötchens auf den Speck legen und es leicht zusammendrücken. Den Burger mit eingelegten Gurken, Salzkartoffeln und einem kräftigen Bier servieren. An den Seitenrand hat jemand Folgendes gekritzelt. Lecker, das muss ich ausprobieren. Ah, okay, das ist die. Habe ich da gerade Leute gehört? Jetzt sind wir erstmal wieder langsam drauf, aber ist egal. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir haben hier bloß die Alarmglocke, die anscheinend hier oben... Ach, das ist die Alarmglocke. Okay. Gut zu wissen. Halt, da war was. Eine Schallplatte. Yeah! Schwarze, rote Welle, ich bin überall. What? Nein. Du aus deinem Traum. Sonnenstrahlen. Ich spiele das mal nicht wegen Content-ID, aber das, das muss ich mal sagen, finde ich gut gemacht. Finde ich wirklich gut gemacht. Das höre ich mir mal nebenbei an. Oder ich mache das mal in einer Extra-Folge. Ne? Guck mal hier, ist so ja kaputt. So, und. Oh, hier ist schon wieder ein Kommandant oder was? Nee, oder? Wir können nicht immer tausende Kommandanten haben. Was ist denn das?
Na, dann können wir gleich eine andere Waffe nehmen hier. So, okay. Wow. Ist das beeindruckend? Wo? Ich muss hier vorsichtig laufen. Nee. Hier ist nix. Oh Gott, wie kommen wir... Hier drüben ist auch nichts, genau. Ich glaube, hier kommen wir rein, hä? Na komm. Nee, hier ist der Alpha-Wand, okay. Hier kommen wir nicht hochgeklettert. Müssen wir da hinten durch? Ja, hier ist auch nichts, genau. Das sieht so imposant aus. Was? Wo müssen wir denn hin? Von hier hinten lang oder was? Guck mal, hier sind auch wieder Sachen hier unten. Wir entfernen uns aber vom Kommandanten. Nee, da ist der Dings. Okay. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Die Frage ist hier wahrscheinlich. Nicht. Nee, nicht. Nee, okay. Wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn da hoch? Hä? Wie kommen wir denn da nach oben? Habe ich irgendwas verpasst? Wahrscheinlich habe ich schon 3000 Mal vorbeigeguckt. Okay, ich glaube, ich mache mal ein Folgenpäuschen und ich suche dann den Eingang. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.